Am 3. November 2016 führt das Mobilfunksignal einer vermissten Frau Ermittler zu einem riesigen Grundstück in South Carolina. Als sie dort plötzlich laute Geräusche aus einem Überseecontainer hörten, erwartete sie ein überraschender Fund. Und nachdem sie die vermisste Frau angekettet in dem Container fanden, sollte das nur der Anfang einer Reihe grausiger Entdeckungen sein. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei einem neuen True Crime Fall. Letzte Woche kam leider kein Video von mir online, denn wir hatten über Herrentag einfach Besuch und ja, da hat sich das leider nicht angeboten, ein Video für euch aufzunehmen und zu schneiden und alles, weil das so zeitintensiv ist. Aber diese Woche erwartet euch wieder ein spannender und krasser Fall. Vorher habe ich euch natürlich aber wieder einen kleinen Fact zu mir mitgebracht, beziehungsweise sind das eigentlich eher so ein paar Gedankengänge, die ich immer mal wieder habe. Und falls ihr mal irgendwelche Anregungen habt oder bestimmte Fragen, die ihr mir gerne stellen würdet, dann könnt ihr das auch jederzeit gerne in den Kommentaren tun. Dann kann ich davon auch gerne mal etwas so vor dem Video beantworten, denn ich finde das eigentlich ein echt schönes Ritual, wenn man so, bevor man in diese grausamen Geschichten reintaucht, dass man da einfach nochmal vielleicht so was Kleines Positives hat oder irgendetwas Persönliches, worüber man sich auch noch in den Kommentaren austauschen könnte. Und zwar denke ich manchmal darüber nach, beziehungsweise stelle mir das eigentlich schon fast so ein bisschen vor, wie es wäre, in einer anderen Zeit zu leben. Ich bin ja generell jemand, ich finde die Vergangenheit und Geschichte einfach super interessant, ganz egal welche Geschichte. Also früher als Kind habe ich mich zum Beispiel super für Ägypten interessiert und wie die Pharaonen damals gelebt haben. Und mittlerweile ist das halt so, dass ich ja, ich interessiere mich fürs Mittelalter, für die goldenen 20er, für die 50er Jahre, aber auch für die 80er Jahre. Und ich schaue halt zum Beispiel auch super gerne Filme oder Serien, die in der Vergangenheit spielen, weil ich mir das einfach immer irgendwie manchmal ein bisschen schöner vorstelle als heutzutage. Und natürlich weiß ich auch, dass man damals nicht diese krassen Fortschritte in der Medizin hatte, dass Frauen früher bei Geburten sehr oft gestorben sind. Und in diesen Aspekten ist natürlich vieles, vieles sehr viel besser geworden. Aber manchmal stelle ich mir dann zum Beispiel vor, so wie es sich gelebt hat, ohne Social Media oder generell ohne Technik, wie man abends nicht einfach nur vorm Fernseher gesessen hat und ja einfach nur schweigend zum Fernseher gestarrt hat, sondern dass man einfach gemütlich bei Kerzenschein oder vor dem Kamin saß und sich miteinander unterhalten hat. Und manchmal stelle ich mir das einfach so viel schöner vor, als wie heute die ganzen Dinge sind. Vielleicht kann das ja der ein oder andere von euch so ein bisschen nachvollziehen, worauf ich hinaus will. Ich kenne zum Beispiel auch viele Geschichten von meinen Eltern aus der DDR und ich finde es immer so süß, wenn sie davon erzählen, wie sie sich über bestimmte Westpakete gefreut haben, wie sie sich manchmal einfach nur über eine Tafel Schokolade gefreut haben, einfach weil das hier ja dann nicht so verfügbar war und man hat sich einfach so über diese ganz kleinen Dinge im Leben so extrem gefreut und sowas vermisse ich halt manchmal in der heutigen Zeit. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch so ist, aber schreibt trotzdem gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, mal irgendwie in der Vergangenheit zu leben. Und in welchem Jahrhundert würdet ihr gerne leben? Oder denkt ihr generell, dass früher einfach allgemein alles viel schlechter war und wir heute schon ein besseres Leben haben? Schreibt einfach mal gern, wie ihr das Ganze so seht. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt aber auch ziemlich lange geredet und würde sagen, wir starten in den heutigen Fall. Todd Christopher Colehab wurde am 7. März 1971 in Florida geboren und wuchs teilweise in South Carolina und in Georgia auf. Seine Eltern ließen sich scheiden, als Todd gerade mal 2 Jahre alt war. Zunächst erhielt seine Mutter auch das Sorgerecht für ihn und heiratete auch im nächsten Jahr direkt einen neuen Mann. Todd kam mit seinem Stiefvater nicht besonders gut zurecht. Die beiden sollen ein sehr kompliziertes und ungesundes Verhältnis miteinander gehabt haben und selbst nachdem Todd seinen leiblichen Vater schon 8 Jahre lang nicht mehr gesehen hatte, wollte er trotzdem lieber bei ihm leben. Allgemein wurde Todd schon als Kind als problematisch und schwierig beschrieben. So soll er auch schon im Kindergarten anderen Kindern gegenüber aggressiv gewirkt haben und zum Beispiel auch sehr oft deren Spielsachen kaputt gemacht haben. Bereits im Alter von 9 Jahren hatte Todd bereits sexuelle Fantasien und musste aufgrund seiner, ja, abnormalen Gedanken einen Psychologen aufsuchen. Außerdem schoss er zu dieser Zeit zum Beispiel auch auf Hunde mit Luftgewehren und tötete Fische, indem er Bleichmittel ins Wasser goss. Und wenn das keine Anzeichen für eine mörderische Zukunft sind, dann weiß ich auch nicht.
Sein eigener Vater sagt später auch über Todd aus, dass die einzigen Emotionen, die er als Kind und Jugendlicher gezeigt hatte, so negative Emotionen waren, also alles, was Wut, Hass und Zorn beinhaltet. Er besaß weder Freundlichkeit noch so etwas wie Empathie oder Mitgefühl. Aufgrund seines Verhaltens wurde Todd dann auch für 3,5 Monate in eine psychiatrische Klinik als stationärer Patient in Georgia aufgenommen. Und nachdem sich seine Mutter dann auch von ihrem neuen Ehemann getrennt hatte, kam Todd dann im Jahr 1983 zu seinem leiblichen Vater, also dorthin, wo er ja schon immer leben wollte. Todd war zu dieser Zeit 12 Jahre alt. Er nahm dann auch den Nachnamen seines Vaters an und arbeitete in gelegentlichen Jobs für Jugendliche. Die Zeit bei seinem Vater trug allerdings nicht unbedingt dazu bei, dass sich sein Verhalten besserte. Sein Vater sammelte nämlich Waffen und zeigte Todd immer wieder, wie man Dinge in die Luft jagen könnte. Das waren so, also Waffen und Explosionen waren praktisch die Hobbys von seinem Vater und Todd hat diese mit Freude angenommen. Die beiden sollen dann auch relativ schnell ein ebenfalls kompliziertes Verhältnis entwickelt haben, ein angespanntes Verhältnis, weil Todd nicht genug Aufmerksamkeit von seinem Vater bekam und er sich dann wohl oft auch mit anderen Frauen vergnügte, anstatt Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Und so kam es dann, dass Todd doch wieder zu seiner Mutter wollte, welche allerdings immer wieder Ausreden dafür fand, warum dies nicht gehen würde. Am 25. November 1986 entführte dann der mittlerweile 15-jährige Todd ein 14-jähriges Mädchen aus Arizona. Er bedrohte sie mit einem Revolver, brachte sie zu sich nach Hause, wo er sie dann fesselte und knebelte, um sie anschließend vergewaltigen zu können. Danach brachte er das misshandelte Mädchen dann nach Hause und drohte ihr, ihre gesamte Familie zu töten, sollte sie jemals ein Wort darüber verlieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es zustande gekommen ist, aber wahrscheinlich hat das Mädchen dann trotzdem geredet. Und so wurde Todd dann auch sofort wegen Entführung, sexuellen Übergriffes und Verbrechen an einem Kind angeklagt. Im Jahr 1987 erklärte er sich in dem Entführungsvorwurf für schuldig, wodurch die anderen Anklagepunkte fallen gelassen wurden. Er wurde dann zu 15 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt und als Sexualstraftäter registriert. Laut damaliger Gerichtsakten wurde ihm dann auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und zudem soll er auch einen überdurchschnittlichen IQ von 118 gehabt haben. Richter und Bewährungshelfer waren sich damals einig, dass Todd begabt sei und hätte gefördert werden müssen, aber dass er gleichzeitig auch psychisch instabil war und emotional gesehen einfach eine Gefahr war. Der Richter meinte außerdem, es sei unmöglich, ihn in die Gesellschaft zu rehabilitieren. Während seiner Inhaftierung fiel Todd übrigens auch öfter wegen gewalttätigen Verhaltens auf und wurde auch wegen mehrerer Verstöße verwarnt. Im August 2001 wurde Todd dann nach 14 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und zog zunächst nach South Carolina, wo derzeit auch seine Mutter lebte. Inzwischen hatte er einen Bachelorabschluss in Informatik gemacht und arbeitete von Januar 2002 bis November 2003 als Grafikdesigner für ein Unternehmen in Spartanburg. Und im Jahr 2008 schloss er dann erneut ein Studium im Bachelor of Science im BWL-Marketing ab. Er erwarb dann eine Maklerlizenz und eine Privatpilotenlizenz und dazu auch mehrere Immobilien außerhalb des Staates. Trotz seiner Vorstrafe gelang es ihm, ich glaube hauptsächlich mit Hilfe von Lügen, zu einem der erfolgreichsten Immobilienmakler zu werden und sich ein wirklich beeindruckendes Geschäft aufzubauen. Im Mai 2014 kaufte er fast 40 Hektar Land im Wert von $300.000 und ließ dann um dieses Grundstück noch einen Zaun im Wert von $80.000 errichten. Eine seiner Kundinnen, die ein Haus bei ihm kaufte, beschrieb ihn generell als kontaktfreudig und professionell, bemerkte aber auch immer wieder, wie oft Todd über seine Schusswaffen sprach und dass er auch immer wieder unangenehme sexuelle Anspielungen machte. Und ein Banker, der mit ihm zusammenarbeitete, berichtete später auch davon, dass Todd während der Arbeit wohl sich oft pornografische Videos angesehen hatte. Er besuchte später wohl auch öfter ein Waffle House Restaurant, in dem die Kellnerin irgendwann sich von ihm ja so belästigt und unangenehm behandelt fühlten, dass irgendwann der männliche Koch die Bestellungen von ihm aufnehmen musste.
Eine dieser Kellnerinnen war Megan McCraw Coxey, eines seiner späteren Opfer. Wir reisen jetzt noch einmal ganz kurz in die Vergangenheit, nämlich in das Jahr 2003. Dort fand man nämlich am 6. November 4 erschossene Menschen in einem Motorradgeschäft in Chesney. Die Opfer waren einmal der Ladenbesitzer, der 30-jährige Scott Ponder, der 29-jährige Serviceleiter Brian Lucas, der 26-jährige Mechaniker Chris Sherbert und die 52-jährige Buchhalterin Beverly Guy, welche zudem auch die Mutter von dem Ladenbesitzer Scott war. Alle vier Opfer starben an mehreren Schusswunden und die Ermittler gingen damals davon aus, dass der Täter zunächst durch die Hintertür in den Laden gegangen sei, dort dann zunächst den Mechaniker und die Buchhalterin irgendwo in den Hinterräumen tötete, dann nach vorne in den Laden ging, dort im Haupteingang Brian Lucas tötete und dann noch auf den Parkplatz ging, um dort den Ladenbesitzer Scott Ponder zu erschießen, welcher vermutlich zu der Zeit gerade dann ja versucht hatte zu fliehen. Die Morde blieben insgesamt 13 Jahre lang unaufgeklärt und Todd Kohlhepp konnte erst als Täter identifiziert werden, nachdem man eines seiner Opfer lebend finden konnte. Am 31. August 2016 fuhr die 30-jährige Kayla Brown zusammen mit ihrem Freund, dem 32-jährigen Charles David Carver, zu einem Grundstück von Todd Kohlhepp in Woodruff. Das liegt im Spartanburg County im US-Bundesstaat South Carolina. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wusste, Kaylas Freund würde den Tag nicht überleben und sie würde für die nächsten 2 Monate eine Gefangene eines Serienkillers werden. Kayla war damals mit Todd über Facebook befreundet und als sie nach einem Nebenjob suchte, stieß sie auf ein Jobangebot von ihm und kontaktierte ihn dann darauf. Anfangs lief das Ganze auch noch relativ gut. Kayla reinigte zunächst immer wieder Häuser für Todd, die er dann später verkaufen wollte. Also er arbeitete ja immer noch als Immobilienmakler und sie richtete dann sozusagen die Häuser für ihn her. Und er war auch immer sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und sie hatten ein ganz normales, gewöhnliches Verhältnis. Am besagten 31. August 2016 bot Todd ihr dann an, ihren Freund mit zur Arbeit zu bringen, um etwas Unterholz auf einem seiner Grundstücke zu entfernen. Er gab den beiden dort zunächst etwas Wasser zum Trinken und Heckenscheren und kehrte dann nochmal kurz zu seinem Haus zurück, weil er angeblich etwas holen wollte. Als er dann nach 20 Minuten wiederkam, hatte er plötzlich eine Waffe in der Hand und schoss ohne jegliche Vorwarnung Kaylas Freund 3-mal in die Brust. Kayla war dort natürlich vollkommen schockiert und realisierte gar nicht, was gerade geschehen war. Todd zwang sie, ihn zu begleiten, ansonsten würde sie dasselbe Schicksal erwarten. Völlig unter Schock und natürlich auch total verängstigt, folgte Kayla ihm dann. Todd führte sie dann zu diesem Überseecontainer, der auf dem Grundstück ein bisschen versteckt zwischen Bäumen stand und dort drin angekommen, kettete er sie am Hals fest. Als Kayla dann in diesem Überseecontainer auch Wasser und Essensrationen entdeckte, wusste sie, dass Todd scheinbar nicht vorhatte, sie zu töten, zumindest nicht in nächster Zeit. Für die erste Zeit war Kayla nicht nur am Hals festgekettet, sondern Todd band ihr auch Hände und Füße zusammen, so dass sie sich fast gar nicht bewegen konnte. Außerdem musste sie jede Nacht auf so dünnen Hundebetten schlafen. Fortan suchte Todd sie immer wieder auf, um sie zu um sie zu bedrohen, um ihr von seinen vorherigen Verbrechen und Morden zu berichten und sie immer wieder einzuschüchtern. Meistens kam er dazu dann am frühen Nachmittag zu dem Container, holte sie mit in sein Haupthaus auf dem Grundstück. Dort fütterte sie er dann und verging sich anschließend an ihr, und zwar so, wie er immer gerade Lust hatte. Kayla fügte sich allem, was Todd von ihr verlangte, einfach nur, um zu überleben. Er war jedoch später der Meinung dann, dass er sie ja gar nicht vergewaltigt hatte, weil sie das Ganze ja mitgemacht hatte. Allerdings, ja, ist das ja offensichtlich, dass das totaler Quatsch ist und Kayla das Ganze natürlich nur getan hat, weil sie ganz genau wusste, wenn sie sich weigern würde, wäre sie für ihn nutzlos und er würde sie erschießen, so wie er es auch mit den anderen Opfern tat.
Eines Tages führte er sie auch zu drei Gräbern auf dem Grundstück und sagte ihr, dass sie genau dort landen würde, sollte sie auch nur in Erwägung ziehen, zu fliehen. Familie und Freunde des verschwundenen Paares sorgten sich natürlich ungemein und versuchten immer wieder vergeblich, Kayla und ihren Freund zu kontaktieren. Und die seltsamen Facebook-Postings, die plötzlich von Kaylas Freund Charlie auftauchten, gaben ihnen nur noch mehr das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. So erschien dann zum Beispiel ein Post von Charlie, in dem stand, Kayla ist bei ihrem Ehemann. Eine Freundin antwortete, warum kontaktiert sie uns dann nicht und wer ist da? Charlie antwortete darauf, sie möchte nicht antworten. Doch ihre Freundin kaufte das Ganze nicht ab. Sie machte sich furchtbare Sorgen und machte sich Gedanken, ob Kayla überhaupt noch leben würde. Sie wollte unbedingt etwas von ihr persönlich hören, doch Charlie antwortete nur, dass die Leute, die Bescheid wissen sollen, auch wissen, dass es ihnen beiden gut geht. Dass Charlie zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, ahnte natürlich niemand. Das Paar wurde dann auch relativ schnell als vermisst gemeldet. Es wurden sehr viele Suchplakate von den beiden aufgehangen und auch die Polizei leitete die Suche nach den beiden ein. Am 3. November 2016, mehr als 2 Monate nach ihrem Verschwinden, hatte die Hölle für Kayla dann schließlich ein Ende. Die Ermittler schafften es, das letzte Mobilfunksignal von Kaylas Handy zu orten und dieses führte sie zunächst zu einem riesigen Grundstück in Spartanburg. Das Signal war aber zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht so präzise genug, dass man direkt wusste, zu wem sie jetzt fahren würden. Schließlich kommen die Polizisten dann aber zu dem Haus von Todd Colehab. Über ihren Facebook-Account entdeckten die Ermittler dann auch, dass Kayla und Todd schon zuvor Nachrichten ausgetauscht hatten, in denen es hauptsächlich natürlich um die Arbeit ging. Und so konnten sie dann auch relativ schnell einen Durchsuchungsbefehl erwirken und fuhren mit ihm sofort zu dem Grundstück von Todd. Kayla, welche zu dem Zeitpunkt ja immer noch völlig verängstigt in dem Überseecontainer saß, hörte dann noch irgendwann die Stimmen, also fremde Stimmen. Allerdings zögerte sie zunächst auch, beziehungsweise hatte sie einfach Angst, sich irgendwie bemerkbar zu machen, da Todd ja auch immer wieder gedroht hatte, sie zu töten, wenn sie ja irgendetwas versuchen würde. Als sie dann aber langsam realisierte, dass das höchstwahrscheinlich Ermittler von der Polizei sind, die nach ihr suchen, fing sie an, sich bemerkbar zu machen. Sie fing an zu schreien und gegen den Container zu hämmern, um ihr irgendwie aufmerksam auf sich zu machen. Es gibt dazu auch eine kleine Aufnahme von der Befreiung von Kayla, wo man dann genauestens sieht, wie die Ermittler versuchen, den Container irgendwie aufzubekommen. Ich kann euch diese Clips hier so ein bisschen nebenbei einblenden, allerdings nicht mit dem Ton, da das Ganze immer so eine kleine Urheberrechtssache ist. Falls ihr das Ganze aber gerne mit Ton und allem drum und dran sehen wollt, dann gebt das einfach mal bei YouTube ein. Es gibt da schon zahlreiche Videos, wo man die ganze Befreiung komplett sehen kann. Mithilfe von Werkzeugen schafften die Ermittler es dann, wie gesagt, den Container zu öffnen, gingen hinein, wo sie dann die angekettete und völlig verängstigte Kayla vorfanden. Sie erklärten ihr dann sofort, dass sie sie befreien würden und dass sie sie jetzt retten würden. Und Kayla erzählte den Polizisten dann auch sofort, dass Todd ihren Freund erschossen hatte, ihn anschließend in eine blaue Plane gewickelt hatte und ihn mit einem Traktor oder mit einem Trecker weggefahren hätte und sie ihn seitdem nicht mehr gesehen hatte, also ihren Freund. Todd Colehab wurde dann inzwischen in seinem Haus zunächst nur wegen Entführung festgenommen. Zu dem Zeitpunkt suchten die Leichenspurhunde noch das gesamte Grundstück ab. Er stritt auch die ganze Zeit ab, dass er jemanden ermordet hätte und wollte den Ermittlern auch nicht verraten, wo sie die Leichen finden würden. Wenig später fanden sie dann auch schon den Wagen von Kaylas Freund Charlie, welcher braun angesprüht war und so ein bisschen im Gebüsch versteckt stand. Kayla erzählte den Ermittlern im Rettungswagen dann auch von der Schießerei in dem Motorradladen und dass ja Todd praktisch immer wieder bei ihr mit seinen Verbrechen geprahlt hätte und dass er vorhatte, ein richtiger Serienkiller zu werden. Sie sagte, sein Ziel sei etwas im dreistelligen Bereich. Später gestand Todd dann auch selbst noch seine Verbrechen, zum einen die Schießerei im Motorradladen und den Mord an den Coxies, zu dem wir gleich noch kommen werden. Und bei einem Treffen mit seiner Mutter erzählte er dann wohl auch noch,
wie genau er die Opfer erschossen hätte. Und das war wohl damals auch ein Detail, was zu dem Zeitpunkt nur die Ermittler wussten und natürlich der Täter. Und es somit offensichtlich war, dass er der Täter war, weil diese Informationen niemals an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Als seine Mutter ihn dann fragte, wie viele Opfer es insgesamt geben würde, sagte er nur, du hast nicht genug Finger. Bei der Durchsuchung von seinem Grundstück wurden dann auch ein Haufen von Waffen gefunden, unter anderem 9mm Pistolen mit Schalldämpfer, halbautomatische Gewehre und ja, unzählbar viel Munition. Die Ermittler vermuteten, dass er die Waffen illegal erworben hätte. Vielleicht waren davon auch einige von seinem Vater. Er hat ja damals schon dieses Waffenhobby praktisch mit seinem Vater geteilt. Und die Ermittler gingen zudem auch davon aus, dass er die Waffen hatte, um ja wahrscheinlich zukünftig noch mehr Verbrechen zu begehen. Ja, jetzt kommen wir noch kurz zu einem wirklich sehr seltsamen und bizarren Detail von Todd Kohlhepp. Und zwar kaufte er für seine Morde und ja alles, was praktisch damit zu tun hatte, also auch die Beseitigung der Leichen und sowas, dafür kaufte er Gerätschaften von Amazon und hinterließ dann, nachdem er die Dinge benutzt hatte, auch noch Rezensionen. Und da wollte ich euch mal zwei Beispiele geben. Zum Beispiel kaufte er eine kleine schwarze Schaufel, zu der er schrieb, behaltet sie im Auto, falls ihr mal eine Leiche verstücken müsst oder ihr eure große Schaufel zu Hause vergessen habt. Zu einem so versteckten Schloss schrieb er, funktioniert großartig, auch wenn jemand Widerworte gibt. Geht ruhig oldschool vor und packt es in eine Socke, wenn ihr damit jemanden verprügelt. Sie werden den Stahl nicht so wertschätzen wie ihr. Hält großartig an Containern. Nach seiner Verhaftung wurden am 7. November 2016 noch zwei weitere Leichen auf seinem Grundstück gefunden. Und zwar handelte es sich dabei um die Eheleute, den 29-jährigen Johnny Joe Coxey und die 26-jährige Megan Lee McCraw Coxey, welche wie gesagt auch eine der Kellnerinnen in diesem Waffelhaus war, in dem Todd früher öfter mal speisen ging. Die beiden wohnten auch in Spartanburg und wurden am 22. Dezember 2015 als vermisst gemeldet, ebenfalls nachdem sie für gewisse Arbeiten auf seinem Grundstück angeheuert wurden. Megan wurde wahrscheinlich am 25. oder 26. Dezember durch einen Kopfschuss getötet, nachdem sie eine Woche lang von Todd misshandelt und missbraucht wurde. Ihr Ehemann wurde bereits eine Woche zuvor durch einen Schuss in den Oberkörper getötet. Es ist also ein sehr ähnliches Schema wie bei Kayla und ihrem Freund. Nachdem man Todd also nun verhaftet hatte und sich herausgestellt hatte, dass in seiner Vergangenheit noch die ein oder andere kriminelle Sache geschehen war, wurden nochmal viele Untersuchungen eingeleitet, um unaufgeklärte Morde der letzten drei Jahrzehnte aufklären zu können. So wurde er zum Beispiel auch eines Dreifachmordes im Jahr 2003 verdächtigt, also genau in dem Jahr, als auch der Motorradladen überfallen wurde. Allerdings konnten bis heute ja nie wirklich mehr Fälle bewiesen werden, also es konnten nie wirklich irgendwelche anderen Morde noch durch Todd aufgeklärt werden. Im Jahr 2017 schrieb er dann sogar noch einen Brief an eine Zeitschrift, in der er auch bestätigte, dass es mehr als die 7 Opfer gab, die man ihm ja nun zuordnen konnte, die Polizei ihm aber angeblich nicht richtig zugehört hätte. Für die 7 Morde, die man aber nun aufklären konnte, erhielt Todd Kohlhepp dann 7-mal lebenslänglich plus nochmal 60 Jahre extra für die Entführung und Vergewaltigung von Kayla Brown. Er wird also nie wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Und ich glaube, das ist auch eine wirklich vernünftige Entscheidung. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Falls angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir natürlich wieder sehr gerne Feedback und schreibt eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Falls ihr auch ja mal so kleine Updates oder so haben wollt, folgt mir auch gerne auf Instagram. Dort will ich nämlich in nächster Zeit auch wieder ein bisschen aktiver werden. Das habe ich in letzter Zeit zeitlich nicht ganz so geschafft, wie ich es gerne wollte. Aber ich werde dort dann ja auch immer mal wieder posten. Wenn ich es mal nicht schaffe, ein Video hochzuladen oder ja, wenn das nächste Video kommt und so weiter, dann könnt ihr mir da auch gerne folgen, falls ihr da aktiv seid. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao, ciao.